Hallo meine Lieben, heute machen wir Hähnchenschenkel, panierte Hähnchenschenkel und dazu noch ein Reis und einen schönen Salat. Wir brauchen dazu erst einmal fürs Hähnchen, also ich habe hier Hähnchen kleine Schenkel, dann habe ich zum Kochen brauche ich eine Zwiebel, eine Karotte und einen Knoblauch, dann zum Würzen bisschen Knoblauch, Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel und Puderzucker. Dann habe ich hier zum Panieren habe ich normale Mehl und Maismehl. Ihr könnt aber auch nur normale Mehl nehmen. Also ich nehme es immer gern gemischt. Dann haben wir hier zwei Eier. Dann habe ich hier ein Mineralwasser für Eier. Und ich gebe etwas Backpulver. Dann habe ich hier Cornflakes und Honig und ein bisschen Mandeln. Und jetzt gehen wir zum Kochen. So, also jetzt fangen wir an. Die Hähnchenschenkel in mein Kochbrei, wo ich schon ein bisschen Eis gemacht habe. Dann gebe ich meine Zwiebeln rein. Dann kommt etwas Salz rein. Dann gebe ich heißes Wasser drauf. Dass die Hähnchen zugedeckt sind, weil wir brauchen dann hinterher die Brühe. So, also Knoblauch, Karotte, Salz und Hähnchenschenkel. Und jetzt kochen wir ungefähr so 20 Minuten. Gut. So, jetzt habe ich meine Hähnchen 20 Minuten, habe ich gesagt, aber ich habe doch ein bisschen länger gebraucht. So 25 Minuten ungefähr. 25 bis 30 Minuten habe ich gebraucht. Ihr sticht es rein und wenn es dann das richtig durchgeht, dann sind sie durch. Also ich habe etwas länger gebraucht. Gut, dann fangen wir an. Ich mische erst einmal mein Mehl zusammen. So. Dann tue ich meine ganzen Gewürze in mein Mehl rein. Dann brauche ich nicht einzeln die Hähnchen mit der Hand machen. Das ist dann besser. Fertig. Jetzt schlagen wir unsere Eier. Dann gebe ich etwas Backpulver dazu. Nicht viel, ein bisschen. So, den Rest von Backpulver gebe ich, wenn ich meine Vorhänge wasche, gebe ich es rein. Und das wird dann sehr schön weiß, die Vorhänge. So, dann mischen wir das nochmal. Dann geben wir etwas Mineralwasser. Das schäumt jetzt ein bisschen. Noch ein bisschen. So, dann habe ich meine Cornflakes hier. Die sind richtig schön. Ja, jetzt sind sie ein bisschen klein. Passt. Dann gebe ich meine Mandeln dazu. Kommt immer drauf an, wie viel ich brauche. Mandeln gibt auch einen schönen Kick. Die können wir ja eigentlich auch ein bisschen sehr kleine. Genauso ist besser. Gut, dann gebe ich von meinem Honig etwas in meinen Teller, weil ich will da nicht reinlangen. Ein bisschen. So, okay, jetzt fangen wir an. Zuerst in Mehl. So, ich zeige euch ein paar Stück und dann mache ich den Rest, weil sonst wird es langweilig. So, manchmal zerfällt es auseinander. Ihr könnt es, warte, ich nehme jetzt beide Hände und dann zerdrücken halt ein bisschen drücken. So, schaut her. Jetzt zeige ich euch noch eins. So. Manchmal kocht es ein bisschen länger, dann fällt manche Stücke runter. Ist aber egal. So, jetzt wende ich das in mein Ei.
Eigentlich kann man da zwei Gabel nehmen, aber naja. So, dann bestreiche ich das ein bisschen mit Honig. Nicht viel, nur ein wenig. Und dann da rein. Mit Mandeln schmeckt das sehr, sehr gut. Ihr könnt auch Sesam nehmen. Schmeckt auch ganz gut. Cornflakes und Sesam. So, einen haben wir schon. Okay, machen wir den zweiten. Honig. Cornflakes. Gut. So, also, so schaut es aus. Und jetzt mache ich alle und dann sehen wir uns dann. Also, wir fangen jetzt mit Reis an und machen aber gleichzeitig unsere Hähnchenteile auch. Ich gebe etwas Öl in meine Pfanne und dann habe ich hier kleine Nudeln. Kleine Nudeln, die müssen ein bisschen braun werden. Und hier gebe ich auch ein bisschen Öl für manche Hähnchenteile. So, man kann es gleichzeitig machen. Hier habe ich ein Öl, die müssen jetzt ein bisschen braun werden. Dann habe ich hier meinen Reis und ich messe meinen Reis immer ab. Zwei Tassen Reis und vier Tassen Brühe. Ich kann es ohne Messen nicht, bringe ich meinen Reis nicht so her. Dann habe ich hier Kichererbsen aus der Dose. Wenn ich eine Dose aufmache, dann wende ich es ungefähr 3 bis 4 Mal. Also eine ruhige mal so Dosen kaufen, 2-3 Löffel davon nehmen und den Rest in die Kühltruhe und dann könnt ihr es immer wieder verwenden. So, die werden jetzt langsam braun. Dann gebe ich meine Butter dazu. So. Das schalte ich zurück. Die sind schön braun geworden. Jetzt gebe ich mein abgemessen und ausgewaschenen Reis dazu. So. Das wende ich jetzt ein bisschen mit Butter und Nudeln. So, das braten wir jetzt ein bisschen an. Wir Türken braten unseren Reis immer ein bisschen an. Ich weiß nicht, alle Länder essen es im gekochten Wasser, aber wir essen immer angebratenen Reis, bis es so richtige Klümpchen gibt. Und wichtig ist, dass man immer von rechts nach links nimmt und man so rüberschmeißt und nicht rühren. Wenn ihr rührt, dann bricht euer Reis. Dann habe ich ja vorhin meine Hähnchenschenkel gekocht. Die Brühe habe ich dann abgesiebt und habe dann nur die Brühe da. Also 2 Gläser Reis, 4 Tassen, halt nicht Gläser. Oder Glas, ihr könnt auch Glas nehmen. Ist egal. Maß ist Maß. Ob ihr jetzt eine Tasse nimmt oder ein Glas nimmt oder. Ist egal. So, jetzt ist es soweit, da ist keine Flüssigkeit mehr drin. Dann gieße ich auf. So, dann gieße ich auf. Euer Brühe sollte auch heiß sein. Meine ist jetzt abgekühlt. Normalerweise gehört da heiße Wasser drauf. Ihr könnt auch mit Wasser machen. So, jetzt kommen meine Kichererbsen rein. Dann brauche ich bitte etwas Salz. Jawohl, ich habe hier meinen Mitarbeiter. Die Brühe war ja salzig, deswegen nicht so viel. So, wir warten, bis es richtig kocht.
Deckel drauf. Okay. Und jetzt kommen meine. Ja, das ist schon noch nicht heiß, aber. Das rein? Ja, passt. Und die Hähnchenschenkel immer schön langsam, damit sie nicht auseinanderfallen. Beim Reis ist wichtig, wenn er so richtig kocht, es kocht jetzt noch nicht ganz, wir warten noch ein bisschen, dann schalten wir zurück, bis wenig Wasser ist, also Wasser muss fast weg sein, dann schalten wir es auf 1. Und lassen dann so ungefähr 20 Minuten ruhen, dann wird euer Reis sehr, sehr gut. Es kocht jetzt langsam. Seht ihr, immer wieder jetzt rühren und danach nicht mehr. So, jetzt lassen wir das noch ein bisschen kochen und dann müssen wir das zurückschalten. So, jetzt wende ich meine Hähnchen. Wir müssen auf 4 Seiten braten. Nicht auseinanderfallen, bitte. So, schön langsam. So. Okay, dann zeige ich euch noch meinen Reis. Schaut her. Jetzt schalte ich, also von meinem Herd, von 9 auf 3 zurück. Ja? So, jetzt schauen wir nach unserem Reis. Oh ja. Also, oh, das wird knapp. Hier. Schaut mal her. Da ist jetzt keine, also wenig, ganz, ganz wenig Flüssigkeit. Wir rühren das einmal rum. So. Dann, normalerweise geben wir immer ein Tuch, aber ich nehme jetzt Küchentücher drauf. Und dann lege ich meinen Deckel drauf. Das ist für Flüssigkeit, falls von oben vom Deckel runterdrückt, vorher runtertropft. Und dann schalte ich es aus. Und mit dem, das ist ja ein Elektroherd. Der braucht ja, bis er kalt ist. Und das reicht dann, die Wärme reicht. Und meine Chicken sind auch schon soweit. Die tue ich jetzt auch raus. Weil die sind überall goldbraun angebraten. Die sind fertig. Jetzt warte ich nur noch auf meinen Reis. Die sind fertig. So, meine Lieben. Jetzt habe ich alles vorbereitet. Ich mache den Deckel auf. Seht ihr das flüssige Wasser? Das hat jetzt alles gesogen. Wenn es drauf tropft, dann wäre Reis matschig. Und so ist sehr schön geworden. Schaut mal her. Sehr schön. Sieht auch sehr, sehr gut aus. So, dann will ich es euch noch anrichten. Also in eine Schüssel rein. Oh, heiß. Heiß, heiß, heiß. So, bisschen drücken. Dann nehme ich die Teller. Oh, ist das heiß. So, ob es klappt, weiß ich nicht. Okay, wunderbar. So, dann kommen die Chickens, wie ihr das haben wollt. Oh, komm, nehme ich den anderen, egal. So, ich habe 3 Stück und ein bisschen Reis. Boah, fällt alles runter. Dann stelle ich so. Eigentlich wollte ich es anders machen. Aber dann mache ich es so. Und dann habe ich hier noch einen sehr schönen Salat mit Granatapfel, Oliven, gemischten Salat, also nur grün und Paprika. So, dann wünsche ich euch einen schönen Appetit. Also dann viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss!